Nürnberger Eistagers haben zuletzt eine wirklich sehr, sehr gute Bilanz vor heimischem Publikum. Am 35. Spieltag sind die Adler Mannheim zu Gast in Nürnberg. Die Eistagers, das Team von Tom Rowe, zuletzt mit dem 4:2 gegen Bremerhaven. Auch das ein richtig gutes Spiel. Und Dallas Eikens und die Adler Mannheim Unterlage mit 1:6 bei Red Bull München. Also einiges gut zu machen. Mannheim in Weiß in der 4. Minute mit Gilmore. Der Verteidiger schaltet sich mit ein, kann die Scheibe dann aber nicht halten und nicht an den Mann bringen. Und deswegen die Kontersituation für die Nürnberger Eistagers. Über Charlie Gerard abgelegt auf Daniel Leonhardt. Und der mit seinem 9. Saisontor zum 1:0. Das Umschaltspiel der Eistagers bekanntlich gut. Und hier Gerard mit Geduld zurückgelegt auf Leonhardt. Der bringt Nürnberg in Führung. Mannheim weiterhin ohne Plachter, Bennett, Way, Ennis, McInnes, alle verletzt und Wolf gesperrt. Mannheim also vor allem im Sturm dezimiert, aber in Überzahl mit dieser Chance hier. Der scharfe Pass von Gilmore in Richtung Sports, der kann den Puck aber nicht aufs Tor bringen. Schlussphase des ersten Drittels. Die Adler spielen die Scheibe tief. Gute Arbeit von Markus Hennikainen an der Bande. Dann kommt der Puck zurück auf Corbinen Holzer, dessen Schuss geblockt, aber Stefan Leubel verwertet den Nachschuss zum Ausgleich, zum 1:1. Erst sein drittes Saisontor. In dem Fall aber gut gemacht von Leubel gegen die Bewegungsrichtung von Niklas Treutle. Ausgeliehenes Spiel vor toller Kulisse. 7672 ausverkauft das Stadion. Schlussphase des ersten Drittels. Markus Weber, Nürnbergs Kapitän, kommt mit nach vorne, bekommt dann die Scheibe von Leonhardt, schießt einfach aufs Tor und das Ding geht rein. Brückmann ist die Sicht verdeckt. 71 Spiele war Markus Weber ohne Tor geblieben hier. Probier das einfach mal und wird belohnt. Erstes DL-Tor als Eistigers-Kapitän von Markus Weber und knapp 2 Minuten vor Ende des ersten Drittels die Führung. Die Spieler auf der Tribüne, Kara rechts, Scheid links, dazu ja auch Kechter noch bei der U20-Weltmeisterschaft oder gerade auf der Rückreise, sahen dann im zweiten Drittel, wie die Adler Mannheim wieder aktiver wurden und immer wieder Gilmore, der sich einschaltete. Gilmore mit dem Pass auf Holzer und der, Achtung, mit dem Auge für Markus Hennikainen, Ausgleich 2:2. Scoring-Streak von Hennikainen geht weiter, 6 Spiele in Serie jetzt mit mindestens einem Scorerpunkt, aber natürlich überragend dieser Pass von Corbinen Holzer. Hennikainen bietet den Schläger ein und schiebt die Scheibe drüber zum Ausgleich, zum 2:2. Dann wieder Nürnberg. Murray, bisschen zu zögerlich, hinter dem eigenen Tor. Kieslinger und Reberich erobern den Puck und Jay Gersdorf schließt ab zum 3:2 für die Eistigers. Sein 5. Saisontor. Wieder greift der Forecheck der Nürnberger. Auf der anderen Seite Proske und dann der Pass auf Hennikainen, der völlig frei ist aus dem Bullikreis. Die Riesenchance aufs 3:3, aber er vergibt sie. Stefan Ustorf auf der Tribüne, beschäftigt mit möglicherweise 9 Transfers auf dem Eis. Jake Ustorf, der Torschütze zum 3:2, aber im 3. Drittel hatte Mannheim die große Chance auszugleichen. Hier Daniel Fischbuch, Treutle pariert diese Großchance. Scheibenverlust, Elisede. Mitte des 3. Drittels, Proske erobert den Puck und dann was für ein Schuss von ihm hinein ins Tor zum Ausgleich. Yannick Proske, 3. Saisontor, seine ersten 3 DL-Tore, alle im Trikot. Werder Mannheim sei da gewechselt ist von den Isern und Roosters zu den Adlern. Er mit dem Ausgleich und damit gab es Verlängerung. Tom Rohr, leicht skeptischer Blick, aber musste ja gar nicht sein, denn Elisede, der beim Ausgleich noch die Scheibe verloren hat, bringt hier den Puck, bekommt ihn dann von Daniel Schmölz wieder und Elisede, 66 Sekunden in der Verlängerung mit dem Siegtor. 4 Tore für die Nürnberger Eistagers, der nächste Heimsieg, aber, und das spricht Torwart Niklas Treutle im Interview an, auch eine richtig gute Defensivleistung der Nürnberger Eistagers auf dem Weg zum Heimsieg. Fantastische Arbeit von den Jungs. Wir haben wieder über 60 Minuten wirklich Vollgas gegeben. Ja, viel vorne gespielt und ja, die Adler, die haben natürlich die Qualität. Die machen auch aus wenigen Chancen an die Tore. Aber ja, 2 Punkte sind wir heute zufrieden. Zweite Drittel war jetzt nicht unseres. Wir haben zu viele Turnover gemacht. Erstes Drittel, der Start war gut.
Gehen natürlich dann zeitlich in Rückstand. Das ist natürlich dann doch nicht so gut für uns. Aber wir sind dann gut zurückgekommen, haben uns rückgekämpft. Die Nürnberger Ice Tigers gewinnen wieder zu Hause. 4:3 nach Verlängerung gegen die Adler Mannheim. Ein Spiel auf Augenhöhe vor ausverkauftem Haus. Sehr emotional und spannend bis zum Schluss. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.